Herzlich willkommen zur Vorstellung des Versuchs Drähte werden warm aus NATEC 7 Arbeitsmaterial 1.2. Von einem Konstantandraht mit 0,2 mm Durchmesser werden drei unterschiedlich lange Stücke abgeschnitten. Die Drahtstücke werden mit Hilfe von Kabeln und Krokodilklemmen für jeweils 10 Sekunden an eine 4,5 Volt Batterie angeschlossen. Der warme Draht bringt das Wachs zum Schmelzen. Je wärmer der Draht wird, umso tiefer dringt er in die Kerze ein. Nach dem Unterbrechen des Stromkreises muss der Draht aus der Kerze entfernt werden. Bei noch warmen Drähten geht das besser als bei abgekühlten Drähten. Man muss aber aufpassen, dass man sich die Finger dabei nicht verbrennt. Der längere Draht dringt kaum in die Kerze ein. Hier siehst du die Eindringtiefe nach jeweils 10 Sekunden. Vielleicht hast du sogar eine Wärmebildkamera zur Verfügung, mit der du den Temperaturverlauf sichtbar machen kannst.